Servus und hallo, hier mal wieder zu einem, ja, was ist es denn? Ich glaube, es ist so eine Art Let's Play, würde ich einfach mal sagen. Ich versuche das jetzt einfach mal. Ich habe es bisher noch nicht ausprobiert und es liegt vor allem daran, dass Let's Plays schwierig sind zu kommentieren, während man fährt und vor allem sind die Spiele, die man dann fährt, nicht unbedingt sehr gut. Aber es ist auch ein bisschen der Grund, warum ich es mache, denn ich habe jetzt schon unter vielen meiner Spiele und meiner Videos, die ich gezeigt habe, Kommentare gelesen mit, oh, das ist ja so viel krasser und das kann ich gar nicht. Und was man halt immer wieder, während man solche Videos guckt, beachten muss, ist, dass das auch natürlich immer die Creme de la Creme ist. Das heißt, das sind wirklich extrem gute Spiele. Und um zu zeigen, dass ich jetzt auch nicht hier der Mega-Player bin, zeige ich euch einfach mal so ein Standardspiel, was ich jetzt habe. Ihr könnt ja auch gerade mal hier so in meine Garage angucken, also von meinen deutschen Panzern, französischen Panzern, die ich nicht so viel habe, zu meinen britischen Panzern und den amerikanischen, wo ich gerade so herumgurke. Und wir wählen hier einfach mal den NS, weil den habe ich lange nicht mehr gefahren. Ich weiß gar nicht, was müssen wir als Heavy Tank Mission gerade machen. Ja, das ist noch immer das Base Capturen und 1000 Schaden machen. Das habe ich bisher noch immer nicht geschafft. Hänge ich schon seit Ewigkeiten dran. Aber na gut. Okay, Sacred Valley. Eigentlich eine Karte, die mir sehr gut gefällt. Hier auch eine gute Position für uns. Wir haben gerade mal in jedem Team, ja, 4 bzw. 5 T7er, warum auch immer der Gegner wieder einen T7er mehr bekommen hat und dann auch noch 2 E25. Das fragen wir jetzt einfach mal nicht, sondern wir versuchen das Ding einfach zu gewinnen. Ist ein Encounter-Battle. Also müssen wir die Flagge hier einnehmen und bei Sacred Valley ist es als Heavy Tank ja eigentlich immer ganz gut, dort hinten entlang zu fahren und das werden wir jetzt auch tun, weil wir ja mit dem Tiger 1 zumindest die Heavy Tank Superiority haben sollten. Also die Überlegenheit hier im Heavy Tank Gefecht. Mal gucken, ob sich das auszahlt oder ob wir hier direkt auf die Fresse bekommen. Ich bin gespannt. Ja, also da werden wir wahrscheinlich schon wieder unsere Mission nicht schaffen, aber ich muss ja gestehen, ich bin ja jemand, also ihr seht ja, ich bin noch immer bei der Stuck. Ich bin mir sicher, ihr seid wahrscheinlich schon irgendwie beim T54 oder T55. Und krebs dann nicht mehr bei Missionen rum, wo ich rumkrebs. Aber ich muss gestehen, ich habe in der letzten Zeit erstens mal A nicht viel gespielt und B sind Missionen für mich auch eher sowas Nebensächliches. Das heißt, ich versuche hauptsächlich erstmal zu gewinnen und wenn das klappt, dann kann ich irgendwie mal versuchen, noch dir diese Missionen einzufangen. Aber sonst bin ich da, wie gesagt, eher etwas entspannter als vielleicht der ein oder andere von euch. Es gibt ja da Leute, die da richtig das aggressiv angehen. Okay, wir haben jetzt natürlich hier ein Problem, weil wir als Einziger natürlich wenig ausrichten können. Gucken wir mal, ob der hier ist. Wo steht der denn da? Müssen wir uns nach vorne wagen. Ich glaube, die Position hier ist gar nicht schlecht, weil natürlich, man kann uns von der rechten Seite flanken, aber so wie es aussieht, sind dort zumindest. Doch, da ist ein KV-1S. Vielleicht kriegen wir den ja auch geflankt, wenn der sich jetzt denkt, komm, hier den Panzer 4H nehme ich mal raus. Hoffen wir jetzt einfach mal. Ja, Panzer 4H kriegt auf die Fresse. Aber er hat mich noch nicht gesehen. Das heißt, er weiß noch immer nicht, dass ich da bin. Und hallo! Haben wir ihm eine reingerotzt. Der Panzer 4H macht jetzt den Rest hoffentlich. Nein, hat er noch nicht geschafft. 4 Sekunden müssen wir noch warten. Nein! Gun Depression, verlass mich nicht. Gut. Ja, sehr gut. Es sieht sehr schlecht aus momentan. Ihr seht, ja, wir werden da auch wahrscheinlich jetzt umkehren müssen, weil wir müssen die Artie beschützen. Da ist nichts mehr mit Vorstürmen und es sieht auch so aus, als wäre das ein Loss. Ja, da hilft einem auch eine 60% Winrate nicht, wenn da so das Team failt in der Mitte. Dann hat man halt einfach Probleme, so ein Ding zu gewinnen und man ist halt immer mit 15 anderen Leuten auch auf dem Team. Also versuchen wir jetzt hier noch wenigstens den T1 Heavy zu killen und vielleicht kriegen wir ja auch den E25 noch. Aber das werden wir dann herausfinden. Gut, der T1 Heavy ist weg. Der Rest des gegnerischen Teams scheint ja darauf zu warten, dass jemand in den Cap-Kreis fährt. Also wir sehen ja hier bei H4 ist das einiges an Bewegung. Da wurden die zumindest das letzte Mal gespottet. Ich schätze mal, die versuchen uns alle zu killen. Das heißt, momentan ist der Cap-Kreis bei denen wahrscheinlich nicht
unbedingt das Hauptziel. Und jetzt werden wir mal versuchen, genau dort, wo der Sherman 3 hin spottet, aufzuspotten. Aber ich schätze mal, der E25 hat sich weiter bewegt. Also ich hätte es auf jeden Fall getan. Und da sind wir jetzt tatsächlich dabei, dass gespottet, gecaptured wird. Aber das ist nicht so schlimm, weil bei Encounter Battles ist das halt einfach etwas, was sehr, sehr lange dauert. Der Panzer 4H hat sich leider nicht entschlossen, uns zu folgen und ist jetzt da alleine unterwegs. Aber na gut. So, ich weiß nicht, ob wir gespottet wurden. Sehr wahrscheinlich, aber... muss ja nicht sein. Wo ist er denn? So, da haben wir ihn. Müssen wir natürlich versuchen, hier nicht... ja, sehr schön. Warum werden wir noch immer von ihm getroffen? Natürlich problematisch. So. Oder kann man da durchschießen? Nein, ich glaube nicht, ne? Ja, und dann wird das gecaptured hier. Schade eigentlich. Wir machen jetzt ihn nochmal auf. Da ist er. Kriegen nochmal einen schön in ihn rein. Und wenn die Arti jetzt gut macht, dann kriegt sie ihn. Leider hat sie es nicht gut gemacht. Und da wird er uns rausnehmen. Nein, doch nicht. Ah, so. Das hätte blamabel enden können. Aber es hat nur funktioniert. Jetzt müssen wir schön ein bisschen sidescrapen. Ja, das hat funktioniert. Jetzt noch 23 Sekunden. Da kriegen wir ihn noch raus. Vierter Kill. Aber das Ding ist leider verloren. Ja, schade. Oh, und wir setzen ihn in Feuer. Dann kriegen wir noch den fünften Kill. Kurz bevor das Ding gecaptured wird. Schade. Gute Sache. Aber, naja. Ja, da seht ihr, so ein normales Spiel bei mir funktioniert auch nicht so gut. Wir können jetzt gerade mal in die Auswertung gehen. Wir haben Steelwall gekriegt, weil wahrscheinlich der E25 hier häufiger auf uns geschossen hat. Second Class, ja gut, in einem verlorenen Gefecht ist das eigentlich klar. Fighter, Arsonist, den ganzen Kram halt. Von unserem Team her waren wir mit Abstand am besten. Und hätten auch fast hier, können fast mit dem E25, mit dem wir am Ende, den wir am Ende gekillt haben, glaube ich, gleichziehen. Aber dazu hat es dann leider einfach nicht gereicht. War trotzdem ein schönes Spiel. Und vielleicht habt ihr so ein bisschen gesehen, auch was ich gemacht habe. Also ich bin, habe mir von Anfang an ein Ziel gesetzt, wo ich hinfahre, habe aber dann trotzdem in der Mitte die Strategie gewechselt und habe gesagt, komm, wir müssen hier mal wieder zurück, weil es geht einfach nicht anders. Aber trotzdem kann man nicht unbedingt alles gewinnen. Und ich glaube, wäre ich tatsächlich die andere Richtung reingefahren, weil ich hätte natürlich in den, zum Cap Circle fahren können, wäre das nicht gut für mich ausgegangen. Ich wäre in der Schussposition oder im Einzielkreis von der Arti gewesen und wäre wahrscheinlich sehr schnell rausgenommen worden. Also wahrscheinlich ist es nicht so, dass wir hier mehr hätten herausziehen können. Trotzdem hoffe ich, dass es euch gefallen hat und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.